Hi Leute und willkommen zum vorletzten Teil unserer kleinen Einkommensteuerreihe, in der wir euch zeigen, wie ihr eure Einkommensteuererklärung in Elster macht. Heute konkret gucken wir uns an, wie tragt ihr Aktien, ETFs und sowas ein, was macht ihr mit Vermietungsimmobilien und Kryptos. Wenn ihr nicht nur Geld verdient, sondern auch investiert, um weitere Einkommensquellen aufzubauen, dann spielen neben den Anlagen, die wir bisher so besprochen haben, noch ein paar andere Anlagen eine Rolle. Welche das sind, hängt davon ab, in was ihr investiert. Fangen wir erstmal mit dem einfachsten an, der Anlage CAP. Hier sprechen wir von sowas wie ETFs und Aktien. Aber eben auch von Festgeld oder auch Tagesgeld oder eben auch einfach ein Bankguthaben, wobei wir da jetzt nicht von investieren sprechen würden. Das alles zählt aber eben zum Kapitalvermögen und wenn ihr auf Bankguthaben oder Tagesgeld Zinsen bekommt, dann sind das genauso wie Dividenden oder Gewinne beim Verkauf von Aktien oder ETFs, sogenannte Einkünfte aus Kapitalvermögen. Für die gibt es die Anlage CAP. Wenn ihr die eintragen wollt oder müsst, dann müsst ihr euch also auch noch die Anlage CAP in eurer Steuererklärung dazu holen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich wollt gesagt habe. Das liegt daran, dass ihr die Anlage CAP nicht zwingend abgeben müsst, zumindest solange ihr nur bei inländischen Banken oder Brokern seid. Denn es gibt ja die deutsche Abgeltungssteuer bzw. Kapitalertragssteuer. Aber um die kümmern sich natürlich auch nur inländische Banken und Broker. Das heißt, solange ihr eure Wertpapiere und Guthaben ausschließlich bei deutschen Banken und Brokern habt, braucht ihr die Anlage CAP nicht abgeben und braucht euch um die ganze Steuergeschichte nicht kümmern, solange ihr eure Daten alle richtig angegeben habt, denn dann regeln die das alles ganz automatisch für euch. Wenn ihr einen Freistellungsauftrag eingereicht habt, dann wird auch schon der sogenannte Sparerpauschbetrag für euch berücksichtigt, sodass ihr dann auch nicht zu viel Steuern zahlt, auch wenn ihr die Anlage CAP nicht mit abgebt. Habt ihr aber auch nur eine einzige Quelle von Einkünften aus Kapitalvermögen, bei denen der Broker oder die Bank das Ganze für euch nicht korrekt versteuert, dann müsst ihr die Anlage CAP zwingend abgeben. Und wenn ihr die Anlage CAP abgebt, dann müssen da auch alle Einkünfte aus Kapitalvermögen drin sein. Wenn ihr also die Anlage CAP abgibt, dann solltet ihr hier im ersten Abschnitt die sogenannte Günstigerprüfung beantragen. In Abschnitt 2 müsst ihr den Haken setzen, wenn ihr in der Kirche seid, aber ihr Kapitalerträge hattet, auf die nur die Abgeltungssteuer und der Soli einbehalten wurden, nicht aber die Kirchensteuer. Abschnitt 3 ist dann das wirklich Interessante, denn hier müsst ihr einfach nur die Steuerbescheinigung eurer Bank bzw. eures Brokers abtippen. Auf der steht ganz genau drauf, welche Zahlen an welche Stelle in die Steuererklärung einzutragen sind. Habt ihr mehrere Bescheinigungen, rechnet ihr die Zahlen je Zeile zusammen und tragt die hier in Summe ein. Wenn ihr Zinsen auf eure Einkommensteuererstattung bekommen habt, müsst ihr die übrigens auch eintragen und zwar hier im Abschnitt 5 ganz unten. Hier jetzt alle Einzelheiten zu Einkünften aus Kapitalvermögen zu erklären, würde viel zu weit führen. Deshalb, wir haben eine eigene Playlist Investieren. Da haben wir schon ganz viele Videos dazu gemacht und die solltet ihr euch dann am besten in Ruhe einmal angucken. Habt ihr euch statt für die Börse dafür entschieden, Immobilien zu vermieten, dann spielt sich das alles in der Anlage V ab. Es gibt mittlerweile auch eine eigene Anlage V für Ferienwohnungen und zwar die Anlage V-Fevo. Die ist ein bisschen anders aufgebaut als die normale Anlage V. Und für ein paar besondere Fälle haben wir dann auch noch die Anlage V Sonstige. Die braucht ihr zum Beispiel, wenn ihr Bestandteil einer Vermietungs-GbR seid, denn bei denen wird die Ermittlung der Einkünfte von der GbR selber gemacht und die Einkünfte werden euch dann nur noch zugewiesen. Wenn ihr selber etwas anmietet und untervermietet, dann gibt es auch dafür den passenden Abschnitt in der Anlage V Sonstige. Wir gehen jetzt hier aber einfach von dem ganz normalen Fall aus. Ihr habt eine Immobilie gekauft und vermietet die weiter. Das gehört dann in die Anlage V, in die ganz normale. Ihr legt für jede Immobilie eine eigene Anlage V an, die ihr hier oben mit dem Dropdown-Menü durchnummeriert. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr die Angaben zur Immobilie alle ausfüllt. Bei der Anschaffung ist wichtig zu wissen, welches Datum steuerlich relevant ist und angeschafft gilt eine Immobilie immer steuerlich bei Übergang von Nutzen und Lasten. Wann die übergehen, steht normalerweise im Kaufvertrag und da ist dann in der Regel vereinbart, dass das mit Zahlung des Kaufpreises passiert. In diesem Fall wäre das Datum der Anschaffung, also das Datum, zu dem der Kaufpreis gezahlt wird.
bezahlt wurde. Die Einnahmen dröseln sich auf in Kaltmiete und Nebenkosten. Vermietet ihr an nahe Angehörige, dann muss das hier in diesem Bereich eingetragen werden, weil da immer gesondert geprüft werden muss, ob ihr auch genug Miete von euren nahen Angehörigen nehmt, um die Kosten vollsteuerlich geltend zu machen. Die größte Arbeit in dieser Anlage machen auf jeden Fall die Werbungskosten, also die Kosten, die ihr für die Immobilie hattet. Zu den wichtigsten Punkten zählen die Abschreibung und die Zinsen. Ganz wichtig hier, Zinsen kann man absetzen, die Tilgung nicht. Statt der Tilgung könnt ihr aber die Abschreibung absetzen. Was Abschreibungen sind und wie man die berechnet, haben wir schon in mehreren Videos in unserer Immobilien-Playlist erklärt. Guckt doch da einfach mal rein. Außerdem haben wir euch da auch erklärt, welche laufenden Nebenkosten ihr so absetzen könnt. Da gehen sowohl die, die man auf dem Mieter umlegen kann, die werden im Bereich 13 eingetragen, als auch die, die nicht umgelegt werden können und die werden im Bereich 14 eingetragen. Hier könnt ihr zum Beispiel auch Fahrten zum Objekt geltend machen. Instandhaltungskosten gehören entweder hier in den Bereich 11, wenn sie voll abgezogen werden sollen, oder in den Bereich 12, wenn sie auf mehrere Jahre verteilt werden sollen. Auch dazu, was es mit dieser Aufteilung auf sich hat, haben wir euch in unserer Immobilien-Playlist schon mal ein Video gemacht. Vermietet ihr mit Umsatzsteuer, dann müsst ihr auch noch den Bereich 15 ausfüllen und den Bereich 17 eintragen, wie viel Vorsteuer insgesamt in den Kosten steckt, die ihr in die vorherigen Bereiche eingetragen habt. Auch hier würden wir jetzt wieder viel zu weit ausholen, wenn wir euch jetzt alles rund um die Vermietungsimmobilien erklären würden. Wir haben dazu aber Videos in unserer Playlist, guckt doch da einfach mal rein und wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst, dann holt euch auf jeden Fall Hilfe von einem Steuerberater. Weil auch das immer mehr Leute machen, gucken wir uns jetzt auch noch an, wie ihr Kryptos in eure Steuererklärung reinbekommt. Mittlerweile sind auch die Steuerformulare so weit, dass man es vielleicht auch finden kann, ohne ein super Profi zu sein. Fast alles, was ihr mit Kryptos macht, spielt sich, solange ihr kein super Krypto-Bro mit Mining Farm seid, in der Anlage SO für die sonstigen Einkünfte ab. Es gibt auch Dinge, die in die Einkünfte aus Kapitalvermögen oder aus Gewerbebetrieb laufen. Aber das betrifft nicht diejenigen unter euch, die einfach nur ein bisschen Bitcoin oder Ethereum halten und auf Wertsteigerungen hoffen. Trotzdem sei das aber einmal gesagt, damit ihr wisst, dass das Krypto-Thema insgesamt ein bisschen komplizierter sein kann, als hier einfach nur ein paar Zahlen einzutragen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Lending betreibt, dann müsst ihr die Erträge aus dem Lending hier im Bereich 6 Leistungen eintragen. Und da seht ihr jetzt auch schon, dass da mittlerweile tatsächlich was zu virtuellen Währungen und sonstigen Token steht. Genau da gehören diese Dinge eben rein. Sind bei euch Mining, Forging, Staking, Lending oder auch Airdrops ein Thema, dann müsst ihr das hier oben einmal anhaken. Darunter tragt ihr dann am besten einzeln je Art der Einnahmen ein, wie hoch eure Einnahmen waren. Eure Kosten zu den Einnahmen tragt ihr hier ein bisschen weiter unten ein. Wohlgemerkt aber natürlich alles in Euro. Heißt also, wenn ihr etwas nicht in Euro bekommt, sondern in irgendeiner virtuellen Währung, dann müsst ihr das korrekt in Euro umrechnen. Und weil das manuell kaum richtig zu machen ist, empfehlen wir euch ganz dringend, dass ihr euch ein Tracking-Tool zulegt, was eben genau diese Dinge für euch macht. Am besten entscheidet ihr euch für eins, was auch die deutschen Besteuerungsregelungen in Sachen Kryptos kennt und euch dementsprechend ein bisschen unterstützt, was ihr wo und wie eintragen müsst. Ganz, ganz wichtig ist aber, kein Tracking-Tool der Welt kann auffangen, wenn ihr selber keinen Plan habt, was ihr da eigentlich macht oder wenn es mit Schwachsinn gefüttert wird. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr zumindest in den Grundzügen versteht, was ihr da macht, damit das Tracking-Tool überhaupt die Möglichkeit hat, euch vernünftige Berichte auszuspucken. Auch deshalb empfiehlt es sich grundsätzlich, nur in Dinge zu investieren, die man zumindest in den Grundzügen versteht. Wenn ihr Kryptos nur kauft und haltet und dann irgendwann wieder verkauft, dann ist für euch der Bereich 9 private Veräußerungsgeschäfte wichtig. Auch hier seht ihr schon, dass es die virtuellen Währungen und Token auch in die Steuerformulare geschafft haben. Hier müsst ihr dann auch wieder oben einen Haken setzen und unten alle Angaben machen, unter anderem die Anschaffungskosten und den Verkaufspreis natürlich auch wieder in Euro. Auch hier merkt ihr jetzt schon wieder, manuell dürfte es schwierig werden, das alles zusammenzutragen. Hier müssen aber nur Kryptos rein, die ihr nicht länger als ein Jahr gehalten habt. Auch hier solltet ihr euch aber unsere anderen Videos zum Thema Krypto nochmal angucken, damit ihr genauer versteht, welche steuerlichen Regelungen wie anzuwenden sind. Auch die findet ihr in der Playlist Investieren, von der wir am Anfang schon gesprochen haben. Das war jetzt der komplizierteste Teil in unserer kleinen Einkommensteuerreihe. Zum Schluss gucken wir uns beim nächsten Mal noch die Handwerkerleistung und die Krankheitskosten an, damit
damit ihr auch die eintragen könnt und dann solltet ihr für den 2.9. gut gewappnet sein. Bis nächste Woche. Ciao!